ist denn deine Eltern? Du weißt schon, hast du ihnen von uns beiden erzählt? Nee. Das würden die nicht verstehen. Ach so. So. Das ist der Garten. Das ist der Rasen. Den lässt meine Mutter mindestens einmal in der Woche stutzen. Es könnte ja mal jemand vorbeikommen und eine Unregelmäßigkeit entdecken. Und da ist das Haus. Kommst du? Was ist da drin? Ach, ist nur so Zeug. Komm. Phil, es ist nicht so wichtig. Du versteckst doch was. Komm, meine Eltern sind nicht da. Ich zeig dir das Haus. Phil. Es ist echt nicht so spannend. Darf ich? Was ist das? Das sind meine... Ich sammle Dinge. All die Sachen hier, die hat jemand verloren oder weggeworfen. Für andere haben sie vielleicht keine Bedeutung mehr, oder? Oder sie haben jemandem mal was bedeutet und werden jetzt vermisst. Und naja. Weiß ich... Ich glaube, dass man nichts unbeabsichtigt verliert. Also auf jeden Fall nicht so ganz unbewusst, weißt du? Und so gesehen sind alle Dinge hier ein Sinnbild der Missachtung. Ich habe hier meine eigene Welt gebaut. Hier gebe ich den Dingen einen neuen Platz. Und was machst du dann mit den Dingen? Nichts. Nein, ich... Ich denke mir ihre Geschichte aus. Ja. Das klingt psycho, oder? Deswegen erzähle ich es auch keinem. Hast du auch ein Lieblingsding? Wozu? Darf ich deine Mutter mal kennenlernen? Glaub mir, das willst du nicht. Wieso nicht? Was man hört, ist sie doch cool drauf. Oh je, was hast du über sie gehört? Na, nichts Schlimmes. Dass sie ein bisschen lockerer ist als die ganzen Spießer hier. Hast du ihr von uns erzählt? Ja. Echt? Und ist okay für sie? Mhm. Weiß das sonst noch jemand von uns? Niemand. Deine Freundin? Kat, nein. Die wäre eifersüchtig, oder? Kann sein, wieso? Sieht man das? Ich glaube, sie mag mich nicht besonders. Quatsch. Was war das? Was? Na das? Und kann ich sie kennenlernen? Wen? Deine Mom? Ich weiß nicht. Also der gute Geschmack hast du definitiv von mir. Macht's gut, Jungs. And not too wild. Darf ich vorstellen, meine Mom. Du hast mir gar nicht erzählt, dass sie in der Märchenburg wohnt. Thank you.
Vorsicht, der ist Ja, naja, wenn man den Studien glaubt, bediene ich voll das Klischee. Fehlende Vaterfigur, umgeben von dominanten Frauen. Hast du noch Kontakt zu deinem Vater? Aber ist voll okay.